Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, ich möchte euch das neue Produktpaket von Stampin' Up! Vorstellen. Garten Eden heißt es. Das ist das Stempelset dazu. Diese Produktreihe oder dieses Produktreihenpaket, nenne ich es mal, gibt es so nur vom 2. November bis zum 3. Januar. Und ab dem 3. Januar bzw. ab dem 4. Januar gibt es dann nur noch, in Anführungszeichen, das hier als Produktpaket. Diese drei Artikel sind besondere Artikel in der Voraktion von Stampin' Up!, denn das hier ist ein Vorprodukt aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog. Ich zeige euch mal, wie das alles aussieht und im Anschluss zeige ich euch auch noch ein paar Projekte, die ich da schon mit bereitet habe. Also als erstes mal das Stempelset. Das ist ein Distinctive Stempelset mit, wie ich finde, total schönen Sprüchen da drin. Auch eine schöne Schriftform. Das finde ich immer besonders wichtig. Also für mich ganz persönlich. Das hier sind die Stanzformen dazu. Und ich habe sie euch einmal ausgestanzt. So sieht das aus. Wir haben zwei Rahmen. Einmal so ein Spruchband, einen kleinen Zweig, der hier mit zupasst. Und noch ein Edgelet, also ein Kantenornament. Das ist das eine. Und dann mache ich mal weiter mit dem Designpapier, was ich persönlich ganz fantastisch finde. Ich bin, und wer mir ein bisschen länger schon folgt, ich bin kein großer Freund von Gold, aber so kleine Goldakzente mag ich sehr gerne. Ich bin insofern von diesem Papier begeistert, weil das sind genau meine Farben. Überwiegend ist es Celadon, es ist aber auch Lodengrün mit drin, also die beiden neuen oder zwei der neuen In-Color-Farben und Gold. Mehr gibt es da nicht drin. Das ist, also ich finde gerade jetzt zur Weihnachtszeit ein bisschen was anderes, was man wunderbar auch zu Weihnachten nehmen kann. Das muss nicht zwingend im Frühjahr sein. Finde ich zumindest. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Gold. Und hier ist das letzte. Und jetzt drehe ich das mal um. Und auf der Rückseite sind eher grafische Muster. Das ist jetzt kein Weihnachten. Ich finde, die Vorderseiten passen ganz hervorragend zu Weihnachtsprojekten. Wohingegen die Rückseiten dann tatsächlich eher in den Frühling gehören. Hier haben wir so einen Ombre-Effekt. Blätterwerk. Das hier ist sowas, was man ganz wunderbar als kleinen Akzent nehmen kann. Diese Platschpunkte. Das finde ich als Stempel ja auch immer total toll. Und dann haben wir nochmal sowas hier. So. Und als, ich sag mal, Sahnehäubchen haben wir dieses Baumwollpapier. Sowohl in Celadon als auch in Lodengrün. Das ist ganz dünnes Papier und da gibt es etwas ganz Tolles oder mehrere tolle Dinge, die man damit machen kann. Auch da zeige ich euch was zu. Das ist einmal das Celadon und einmal das Lodengrün. Das ist dann auch so dünnes Papier. Auf der einen Seite ist es etwas rauer, auf der anderen Seite ist es sehr glatt, je nachdem, was man mit machen will. Und zu guter Letzt gehören dort Schmucksteine mit zu. Und das sind drei verschiedene Größen. Zwei Größen in Rund, die glitzern und schimmern so ein bisschen in, ach, das kann man ganz schwer, das sind halt diese facettierten Steine. Das sieht so ein bisschen nach Rot aus, aber auch Grüntöne und Blau. Hier ist noch eine Ausstanzung drauf, weil ich da schon mitgearbeitet habe. Und dann haben wir diese Tropfenformen in Celadon, die aber auch noch ein bisschen anderweitig farbig glänzen. Die gehören da auch zu. Okay, ich zeige euch gleich noch Projekte damit, die ich schon gewerkelt habe. Ich mache mal eben Schnitt und baue hier mal auf. So, alles rausgesucht und dann möchte ich euch nochmal die Projekte vorstellen, mit denen ich im Moment gearbeitet habe. Ich muss gestehen, ich habe ein kleines bisschen Probleme gehabt mit diesem großen Stempel. Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden und ich werde euch zwei Projekte vorstellen. Einmal eins hiermit, nämlich diese Karte,
und einmal eine Funfold-Karte. Ich sage euch da aber gleich noch was zu. Also, als erstes mal, das hier ist quasi mein Simple Stamping Projekt. Das ist wirklich, das sind nur zwei Stempelabdrücke, ein bisschen Band, eine Mattung drunter, fertig. Wie ich das hier hinbekommen habe, das zeige ich euch gleich. Dann quasi die nächste Stufe, da habe ich mich ein wenig an den Stanzformen ausgetobt. Hier im Hintergrund liegt das Baumwollpapier und das habe ich einfach nur erst einmal zusammengeknüllt, ganz fies, wieder auseinandergebreitet und dann hier drauf gebracht. Ich habe mich ein kleines bisschen verklebt. Ihr seht, hier ist der Rand deutlich schmaler als hier. Ich hätte ein Tickchen weiter rüber gemusst, aber ist okay. Nur das Baumwollpapier drauf, die beiden Ausstanzungen. Hier, das sieht auch ein bisschen tricky aus. Ganz einfach, einmal den Rahmen. Einen Moment, das ist der hier, der kleine. Einmal den Rahmen in Gold stanzen, einmal in Weiß. Und das Innenleben von dem Weißen einfach hier reinpassen. Und ich habe das hinten quasi hier an den Ecken mit einem Dimensional verbunden. Damit klebt das gleich zusammen und damit bringe ich das hier drauf. Und fertig ist auch diese Karte. Die geht wirklich schnell, wirklich einfach und auch nichts Schlimmes dabei. Aber man muss halt ausstanzen. Und das hier ist eine Karte, die das Format habe ich... Ich meine, ach, das war so dicht beieinander. Ich glaube, das war zum Weltkartenbasteltag. Habe ich so eine Karte geschickt bekommen und die habe ich mir genommen als Anregung und habe diese Karte hier da draus gemacht. Und zwar fasst man, ich habe die jetzt bewusst hier nicht weiter dekoriert, weil da kommt es ein bisschen drauf an, was möchte ich da noch mit raufbringen. Ich habe das hier nur schon gestempelt. Man kann sich theoretisch mit dem tollen Designpapier auch so lassen. Man zieht hier. Und dann öffnet sich die Karte so. Einen Moment, die muss man am besten hinlegen. So. So öffnet sich das. Hier kann man was schreiben. Und hier, wenn man möchte, kann man noch weiter ausdekorieren. Und dann schiebt man das hier wieder so rein. Die Karte und auch die Karte möchte ich euch zeigen. In diesem Video, damit es nicht zu lang wird, zeige ich euch erstmal nur die Simple Stamping Karte. Und hier draus, das ist ein etwas größeres Projekt, mache ich ein eigenes Video. Legen wir gleich mal los. Ich suche mir mal eben mein Material zusammen, beziehungsweise das liegt hier schon, aber ich bringe das mal eben zusammen und beiseite. So, was ihr für diese Karte braucht, ist an Material wirklich nicht viel. Ihr braucht eine Basiskarte. Ach übrigens, oh, bevor ich das vergesse, einen Moment. Alle Maße hierzu findet ihr natürlich auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Oder aber ihr geht hier oben auf die Infokarte, da öffnet sich ein kleines Fenster, dort klickt ihr drauf, kommt direkt auf das Projekt auf meiner Homepage, holt euch kurz die Maße und schon kann das losgehen. Diese blöde Fliege hier, so jetzt habe ich sie. Für diese Karte, hier ist noch eine, das gibt's doch gar nicht. Komm her, du. Für diese Karte braucht ihr eine Basiskarte. Die wird in der Mitte gefalzt. Ihr braucht eine Mattung. Ich habe Lodengrün genommen. Ihr braucht eine zweite Mattung in Grundweiß. Dann habe ich genommen Geschenkband Schöne Kunst. Das ist aus dem Jahreshauptkatalog. Da schneide ich mir ein Stückchen ab. Und was ich noch brauche, ist das Stempelkissen in Lodengrün. Ich brauche natürlich mein Stempelset. Ich habe hier die Stanze, ich kriege die immer durcheinander. Ich glaube, das ist das aparte Etikett aus dem Jahreshauptkatalog. Und was brauche ich? Achso. Und was ich auf jeden Fall noch brauche, und das möchte ich euch sehr dringend ans Herz legen, für die an sich Distinctive Stempelsets, das Garten Eden gehört ja dazu, ist der Stamparatus. Ich habe das jetzt mehrfach versucht, mit Trick 17 um die Ecke und ich weiß nicht was alles. Mit einem normalen Stempelblock, ich habe den Stempel hier aufgezogen, ist der Stempel ab, ist der in Ordnung, aber lange, lange nicht so schön, als wenn ich den Stamparatus nehme.
Diesen Tipp übrigens habe ich von einer ganz netten Demo-Kollegin. Ich weiß ihren Nachnamen gerade nicht. Einen Moment, ich schaue ganz kurz nach. Das geht ganz schnell. Die habe ich nämlich angeschrieben. Anjas Kreativecke, das ist Anja Hüttebräuker. Die hat bei Instagram einen Post gemacht mit einer Karte, wo sie diesen Stempelabdruck drauf hatte. Und der sah so gut aus, den habe ich so nicht hinbekommen. Und da habe ich sie einfach gefragt, sag mal, wie hast du das gemacht? Und da sie hat mir den Tipp mit dem Stemperatus gegeben, liebe Anja, falls du das sehen solltest, ganz herzlichen Dank. Das war ein hervorragender Tipp und das funktioniert ganz hervorragend. So, dann zeige ich euch mal, das ist so schnell gemacht. Wir brauchen nur dieses Stückchen hier. Das lasse ich mal eben hier liegen. Ich nehme meinen Stemperatus. Ich habe mir hier eine Markierung gemacht, sodass mein Stückchen hier möglichst mittig liegt. Das mache ich mit meinen Beinmagneten mal etwas fest, damit mir das nicht wegrutscht. Jetzt nehme ich mir den Stempel hier mal wieder runter. Ganz wichtig, wenn ihr den Stemperatus mit Gummistempeln benutzt, dann kommt hier nicht diese weiche Formmatte unter. Das geht, aber das ist nicht schön. Das würde zu dick werden. Die Spezialmatte darunter ist nur für Clear Stamps. So, jetzt lege ich mir den Stempel hier hin, wie ich ihn gerne hätte. Und ich möchte, dass das hier so ein bisschen in der Ecke ist. Klappe mir das einmal zu. Nehme damit den Stempel auf. Stempelkissen. Einmal. Und das Schöne beim Stemperatus ist, wenn ich jetzt feststellen sollte, was ich nicht hoffe, dass der Stempelabdruck noch nicht so ist, wie ich das gerne hätte, dann mache ich das Ganze einfach nochmal. Weil der ist ja an exakt der gleichen Position. Und jetzt habe ich das genauso, wie ich das haben will. Und das ist neben vielen anderen Dingen was total Tolles an dem Stemperatus. So sieht dann der Stempelabdruck aus. Und ich zeige euch zum Vergleich nochmal eben den Abdruck, wenn ich das normal mache. Also nur mit einem Acrylblock. Das lege ich mir hier schon mal eben hin. Ich brauche mal eben ein Stück, da habe ich eins. So, das heißt, ich nehme die Tinte auf, schön vorsichtig, und jetzt stempel ich das mal ab. Und der ist lange nicht so schön. Das kommt schon raus, aber hier habe ich jetzt zweimal abgestempelt, hier habe ich nur einmal mit dem Stemperatus abgestempelt, also müsste ich eigentlich das hier nehmen zum Vergleich. Der Abdruck ist deutlich schöner als der Abdruck. Und das macht der Stemperatus aus. Fragt mich nicht warum, aber es funktioniert. So, das mal eben beiseite. Das auch. Das, da habe ich mir ein kleines Stückchen Farbkarton noch genommen. Den Stempelabdruck, den ich wirklich super schön finde, fühle ich umarmt. Kann man zu so vielen netten Gelegenheiten nehmen. Das stempel ich mir hier einmal ab. Ist auch so eine schöne Schrift, ne? Jetzt kommt das wieder zu, damit ich mich damit nicht einsaue. Einmal in die Stanze. So. Das kommt da gleich mit rauf. Und als nächstes nehme ich mir mein Band und dafür nehme ich mir das Flink und Fest Plus. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das haben will. Ich möchte das ungefähr hier haben. Das heißt, das Band kommt ungefähr hier hin, damit ich bummelig ungefähr weiß, wo es hin soll. Das lasse ich mich hier mal liegen. Ich ziehe mir hier einen kleinen Streifen, um das ein bisschen zu fixieren. Hier an der Seite auch und da an der Seite.
Jetzt nehme ich mir ein Stückchen. Bandschere, lass das ein kleines bisschen überstehen, damit ich habe ein Zeug unter den Nägeln, damit ich das hinten noch fixieren kann. Jetzt kommt das einmal auf die Punkte rauf, einmal umdrehen, hier fixiert und hier fixiert, ne? Da bin ich ein bisschen drüber, aber ist nicht schlimm. Das wird ja gleich noch weitergeklebt. Ich persönlich schneide die überstehenden Enden jetzt ab. Ich möchte da nicht mehr Band haben als unbedingt nötig. So, und hier kommt jetzt Tombow drauf. Also Flüssigkleber, welcher Art auch immer. Und ich mache übers Band immer noch einen extra Strich drauf. Jetzt kommt meine Mattung. Ich finde ja dieses Set Garden Eden, das passt so schön zu Weihnachten. Gerade in den Farben mit Lodengrün und auch Celadon. Das sind die beiden Farben, die Moment, hier in dem Designpapier drin sind. Lodengrün und Celadon. So, das Ganze kommt jetzt schon auf meine Basiskarte. Da habe ich einen großzügigen Abstand gelassen von den Maßen her, damit das Ganze so ein bisschen eingerahmt wirkt. So, Zubbel dran. Und hier, jetzt muss ich mir halt überlegen, mache ich das damit ich rauf? Ich glaube, ich mache das damit ich rauf, ne? Dann nehme ich Mini-Dimensionals, denn ich möchte das nach Möglichkeit nicht auf dem Band kleben haben. Das ist immer so ein bisschen kippelig. Also nehme ich Mini-Dimensionals, setze die schön in die Ecken. Und da passt dann gleich das Band zwischen. So. Einmal die Folie hinten ab. So. Und das kommt hier rauf. Gerade fertig. So schnell kann das gehen. Das ist halt eine wirklich, wirklich simple Karte. Schnell gemacht. Sieht aber schick aus. Jetzt könnte man noch, wenn man möchte, mit ein bisschen Wink of Stella oder noch ein paar Schmucksteine hierhin. Mir reicht das Band, das glitzert. Und die beiden Karten exakt gleich sehen. Also ich finde sie toll. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich mag das sehr gerne. Ich finde die hier sogar etwas besser. Da bin ich mehr in die Ecke gekommen als hier. Aber auch das ist halt individuell, ne? Und das sind halt alles Unikate. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Ich hoffe, ihr habt euch das Set gegönnt. Ich finde es total schön. Und je nach Farben kann man das dann natürlich auch ganz hervorragend wieder mit in den Frühling ziehen. Bis zum nächsten Video und bis dahin viel Spaß. Ciao, ciao!